Also Fußball hat für mich eine Ähnlichkeit mit dem Leben. Also es dauert ja ungefähr auch 90 Jahre plus minus und das ist beim Fußball genauso. Und es gibt das, was sich komprimiert in einem Spiel zeigt, das spielt sich auch im Leben ab. Es gibt gute Phase, es gibt eine Anfangsphase, dann gibt es Schwächephasen, es gibt Ungerechtigkeiten, es gibt euphorische Szenen. Und Fußball war für mich immer sozusagen das Abbild des Menschen oder des Lebens als solches. Und wer bei St. Pauli mit 8 Jahren angefangen Fußball zu spielen, ist natürlich Fußball verrückt, das bin ich auch. Und ich finde spannend zu sehen, wie so 90 Minuten ablaufen.